2011, Benghazi, Libyen. Sie gehen auf Ihren kommandierenden Offizier zu, setzen ihm die Waffe an den Kopf und blasen ihm das Gehirn raus. Man stellt Sie vor das zuständige Kriegsgericht und verurteilt Sie wegen vorsätzlichen Mordes. Seither sind Sie aus zwei Hochsicherheitshaftanstalten der Stufe 5 geflüchtet. Ihre DNS-Analyse zeigt eine krankhafte Abneigung gegen jegliche Autorität und einen Charakter, der zu Gewaltausbrüchen neigt. Gratuliere, Sie haben ein Zuhause gefunden. Ich leite ein multinationales Unternehmen, Mr. Robbins. Um es auf den Punkt zu bringen, ich sammle und recycle menschlichen Abfall. Ich bin der Beste in diesem Geschäft, weil ich alle Regeln allein bestimme. Von nun an werden Sie keinen Kontakt zur Außenwelt mehr haben. Keine Besuche, keine Anrufe, keine Briefe. Genau genommen gelten Sie als tot. Und wenn Sie nur eine einzige meiner Regeln brechen, werden Sie feststellen, dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Ein sehr schmerzhaftes Leben. Haben Sie irgendwas dazu zu sagen? Drehen Sie mir nie wieder den Rücken zu.